Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute habe ich mir was Schickes, Kniffliges rausgesucht. Und zwar heißt das Achievement ein Kunstwerk auf vier Beinen. Und für dieses müssen wir Minimum 600 Punkte in der Reitshow des Anwesens Nordwind erwirtschaften. Und wo haben wir dieses Anwesen? Wir sind hier erstmal einmal auf Kultiras und dann hier Tiragardesund. Und dort haben wir dieses Anwesen hier oben bei den Koordinaten 51, 26. Dürfte vielleicht der ein oder andere schon kennen aus der World Quest. Was müssen wir machen? Und zwar, wir nehmen einmal hier den Gaul, der hier steht. Danach können wir nicht gleich loslegen, sondern wir müssen einmal hier mit ihm hier quatschen. Dann kriegen wir nämlich einen zweiten Buff. Und dann beginnt der Trainingslauf. Und das funktioniert eigentlich relativ einfach. Wir haben drei Button. Ein Button ist, wir speeden. Ja? Der andere Button ist, wir hauen zu. Und der dritte Button ist, wir werfen was in die Luft. Für was brauchen wir das in die Luft werfen? Und zwar für so Zeppeline, die er hier steigen lässt. Diesen Harpunenstoß brauchen wir, um quasi diese Gnollertrappen umzuhauen, die wir vom Dunkelmond Yamat schon kennen, und den Speed einfach, um schneller zu sein. Wie funktioniert das? Wenn ihr so eine Gnollertrappe, ich kann jetzt mal reinlaufen, dann kann ich euch das mal zeigen. Ja, ist ja gut hier. Am Anfang könnt ihr euch nicht bewegen und dann geht das quasi hier los. Und zwar haben wir hier einen Timer, der runtergeht, 60 Sekunden haben wir. Und wenn ich jetzt so eine Gnollertrappe hau, seht ihr, ich krieg einen Punkt, ja. Wenn ich jetzt aber hier über so Dinger drüber springe, dann bekomme ich oben einen Multiplikator. Und zwar, wir kriegen jetzt immer 4 Punkte, wenn ich jetzt was verdresche. Oder wenn ich jetzt hier, oh, jetzt ist es ausgelaufen. Genau, also man kann da quasi das hochstacken und dann kriegt man für jeden Hit wesentlich mehr Punkte. Wenn ihr jetzt guckt, habe ich wesentlich mehr gekriegt, ne. Und ich habe mir dann ein Makro noch gebastelt, um die Zeppeline automatisch anzuvisieren, weil ihr habt gesehen, die bringen ordentlich Punkte, also das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, das Makro werde ich euch gleich mal zeigen. Dann, normalerweise müsste man halt den Zeppelin anklicken und dann die Taste drücken. Klingt jetzt so, ob das Makro, das automatisch beides macht, nicht so toll ist, aber wenn ihr hier versucht, die letzten Punkte rauszuquetschen, ist so ein Makro doch sinnig. Ja, ich kann euch das mal zeigen. Das Makro, und zwar ist das hier. Das werde ich euch auch in die Infobox reinpacken. Das tut einfach mit Papp hier quasi den Papierzeppelin anvisieren und dann den Action-Button 3 drücken, den ihr hier auf der Taste habt. So, leider habe ich meinen besten Run, wo ich quasi mein Achievement gekriegt habe, nicht aufgenommen, weil ich ein Kacknoob bin und das einen halben Abend probiert habe. Jetzt versuche ich euch mal zu zeigen, wie ich es gemacht habe, beziehungsweise so ein bisschen zu erklären, wie die Strategie ist. Ja? Viele gehen hier ran und tun am Anfang sofort diese, so eine Route laufen und sofort die Gnolle anhauen. Ehrlich gesagt, lasst die Gnolle am Anfang in Ruhe, schaut einfach, dass ihr möglichst viele von den Dingern überspringt, wie geht, dass ihr euren Stack schnell hochkriegt und dann euch erst auf die Gnolle fokussiert, beziehungsweise, ja gut, die Zeppeline könnt ihr immer runterschießen, ja, aber dass ihr erstmal ein bisschen Stack aufbaut und dann schaut, dass ihr, ja, die Punkte holt. Ich sag's gleich, das ist eine Sache mit einer, keine Ahnung, eine Stunde werdet ihr wahrscheinlich zubringen, bis ihr einen Lucky Try habt und das dann bekommt. Zumindest war es bei mir so, vielleicht seid ihr viel besser als ich und kriegt es schneller hin. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Achso, warte mal, ich muss meinen Buff nochmal holen. Dann kann ich euch das einfach nochmal zeigen und wahrscheinlich kriege ich keine 300 Punkte zusammen. Ja. so der Vorführeffekt live. Ja. Aber dass ihr das zumindest nochmal seht, wie ich prinzipiell vorgehe. Also, ich springe erstmal so rein. Ah, perfekt, habt ihr gesehen, man wird nämlich hier gestunt. So, das mit dem Vorführeffekt war nichts, deswegen habe ich mir meinen besten Try hier rausgekramt. Ja, natürlich den zweitbesten nach dem Kill-Try quasi, den ich aufgenommen hatte. Ja, und zwar seht ihr am Anfang, tue ich einfach möglichst schnell hier über diese Hürden springen. Auch wenn ich nicht alle Gnolle erwische, das ist vollkommen egal. Ich use den Sprint quasi hier auf der langen Seite und ich use den Sprint einmal, wenn ich über diese zwei Hindernisse springen, um möglichst mein Stack hochzukriegen. Und jetzt ist so der Zeitpunkt, wenn ihr über 10 Stacks seid, dass ihr eigentlich die Gnolle alle mitnehmen solltet. Ich habe es aber hier gut verkackt, ja, und habe da mal wieder einen liegen lassen, hier mal wieder einen liegen lassen, was jetzt nicht sonderlich gut ist, ne? Also man hätte hier wesentlich besser spielen können. Und jetzt ist der Respawn nicht mehr rechtzeitig, deswegen bin ich einmal nach hinten gelaufen und wollte dann hier wieder in die richtige Reihe zurück, habe ein paar Hürden übersehen bzw. stehen lassen und guck jetzt, dass ich meinen Stack möglichst hochkriege, den ich gut oben habe. Und jetzt versuche, alle möglichen Dinger nur noch mitzunehmen.
Die Zeit ist relativ knapp und da habt ihr gesehen, habe ich einen liegen lassen und bin auf 577 quasi hängen geblieben. Das wäre einfach bei einem Stack vor 30 aufwärts, ist das halt einfach ein einziger Gnoll, den man mehr hitten hätte müssen. Dann wäre das Achievement hier auch schon geprockt. Hab's da leider knapp verpasst, aber ein paar Tries später hatte ich es hingekriegt, hat es dann aber leider nicht aufgenommen, ja. Aber jetzt wisst ihr so grundsätzlich, wie ich verfahren würde. Also am Anfang möglichst viel Sprint benutzen und viele Hürden mitnehmen, um einen Stack hochzukriegen. Und dann am Ende so bei 10, 15 Stacks aufwärts solltet ihr eigentlich keinen Gnoll mehr verpassen, weil ihr kriegt da extrem viele Punkte für. Also da solltet ihr ein bisschen gucken. Ja. Das ist soweit von mir die Hinweise. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Mich würde es mal interessieren, wie lange ihr da dran gehockt wart. Das ist keine Schande, auch wenn ihr verzweifelt seid. Ich glaube, ich war über eine Stunde dran. Und ich denke mal, ihr seid vielleicht auch der ein oder andere zumindest ein bisschen besser als ich und bleibt nicht immer an diesen Hürden hängen oder verkackt das mit diesen Gnollen. Und ganz wichtig, schaut in die Infobox, holt euch das Makro. Ihr wollt nicht noch beim Rumlaufen diese komischen Ballone anklicken oder Zeppeline, weil, also ich muss persönlich sagen, ohne das Makro hätte ich es nicht hingekriegt. Ja? Muss man so ehrlich sein. Ich pack's euch rein und ja, mich würde es interessieren, wie lange ihr gebraucht habt oder ob ihr verzweifelt seid. Ja, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich natürlich gerne positiv bewerten und wenn nicht, macht's negativ. Ist auch gut. Und ja, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.